Wie reinige ich zum Schluss das Nimbus, wenn ich es nicht mehr brauche? Wir nehmen einmal diesen Schlauch hier ab. Wenn er dann abgeht. Halten diesen Schlauch hier dran, starten den Hühler und drücken hier drauf. So habt ihr den Schlauch entleert und zum Teil auch schon den Schlauch gereinigt. Diesen reinigen wir aber jetzt richtig. Dafür lassen wir ein klein wenig Wasser ins Waschbecken laufen und machen ein paar Spritzer Sanitizer dazu. Ihr könnt natürlich vorher das Wasser schon leeren. Ich warte jetzt aber, weil ich jetzt nicht so viel Wasser einsauge und sowieso den Hühler gleich leere. Dann starten wir den Hühler und schauen das Wasser an. Um den Schlauch zu trocknen, hängen wir einmal hier hinten das ab, hängen den Schlauch hier hinten rein und starten den Hühler wieder. Wenn ihr jetzt noch eine Luftreinigung macht, dann reinigt ihr sogar gleichzeitig noch den Kopf. In dem Fall mache ich jetzt noch eine Luftreinigung mit frischem, klarem Wasser. Und dann muss ich nichts mehr tun.